Leute, willkommen zu einer Folge von Brawl Stars! In der Folge heute werden wir mal die Katze aus dem Sack lassen, denn in der Folge heute werden wir mal ganz ehrlich über das Update reden. Das habe ich schon mal letzten Update gemacht. Wenn ein Update rauskommt, ist man ja immer ein bisschen gehypt und man findet alles eher ein bisschen geiler, als es eigentlich ist. Und jetzt mit ein bisschen Abstand, lass uns mal über das Update reden. Erste Änderung, es gab zwei neue Brawler, eine davon ist Bee. Ich muss sagen, Bee vom Design und von der Idee finde ich sie sehr, sehr nice. Ich finde diese Biene, die da rumschwirrt, ist ganz cool. Also Bee vom Design, sympathisch, auf jeden Fall. Nur, das reicht nicht. Es reicht nicht, dass du ein sympathisches Outfit hast. Da muss, finde ich, schon ein bisschen mehr dazugehören, dass das halt wirklich ein cooler Brawler ist. Und da muss ich leider sagen, ganz ehrlich, das schwächelt Bee so ein bisschen. Ihr Powerschuss ist cool, aber alles andere, was sie im Gepäck hat, ist jetzt eher so, geht so. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und, oh, das war dumm von mir. War nicht gut gelöst. Nope. Ich finde, ist super langweilig. Das sind einfach Bienen, die fast keinen Schaden machen. Ich finde, der normale Angriff ist langweilig und dazu viel zu langsam. Also, ich glaube, jeder kann den. Es fühlt sich unfassbar langsam an den Angriff. Gerade wenn ich jetzt hier gegen Piper kämpfe, die ja einen recht schnellen Angriff hat. Da liegen einfach gefühlt Welten zwischen. Das Coole bei ihren Super ist natürlich, es trifft in der Regel immer, wenn man es rausfeuert. So, das ist ganz cool. In Tresorraum sollte man sie auch übrigens nicht spielen. Und die Piper auch nicht. Und wir haben Piper und also furchtbares Team. Aber ja, es ist einfach. Das ist so eine das ist so eine komische Kritik. Aber sie boxt halt einfach überhaupt nicht. Wenn ich einen Sniper spielen will, warum soll ich dann, jetzt mal ganz ehrlich, warum soll ich dann Bee spielen, wenn Piper einfach einen Angriff hat, der 20 Mal so schnell ist gefühlt und ich sehe da einfach nicht den Grund. Jetzt mal ganz ehrlich, ich sehe da null den Grund, warum ich Bee spielen soll, wenn Piper dasselbe kann wie Bee, nur halt mit einem schnelleren Angriff, sie kann schneller nacheinander schießen, mit Bee musst du halt warten. Oh, Angriff da. Oh, leider verfehlt. Schade. Jetzt ist mein Powerschuss weg. Es sei denn, ich habe die Star Power dafür. Und ja, ich finde, bei Bee müsste man eine Menge ändern, damit sie wieder Spaß macht. Oder damit sie überhaupt Spaß macht. Ich weiß, viele finden sie cool. Ich persönlich, ich feiere ihr Design. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde, ihr Design ist richtig, richtig cool. Ich finde sie von der Idee her gut. Nur ihr langsamer Angriff nervt mich einfach. Unfassbar. Wenn ich jetzt mal Bee in Schulnoten bewerten würde, also alles zusammen kombiniert, eine 3-. Wie sie sich aber spielt und wie sie aktuell in der Meta funktioniert, ist bestenfalls eine 4. Und ich dachte ja, es ist ein ultra skilliger Brawler, als sie rausgekommen ist, aber nee, ist einfach ein ultra langweiliger Brawler. Zweite Brawler im Spiel ist Max. Da muss ich sagen, als sie erst angekündigt wurde, fand ich sie ein bisschen langweilig. Ich dachte, ja, ihr Design ist irgendwie lahm, ist einfach hier halt irgendjemand so einen Spandex-Anzug. Aber inzwischen, ich finde, ihr Design ist sogar ganz cool, ehrlich gesagt. Ich mag den Helm irgendwie, ich mag, dass sie halt dauernd sich irgendeinen Energy-Drink reinkippt. Und wie sie sich spielt, finde ich im Herzen auch nicht schlecht. Sie macht halt ein bisschen wenig Schaden, so, das ist das Ding. Aber im Herzen, oh, ich habe beide aus einem Clan. Den HP-Clan, Harry Potter-Clan. Und ja, boah, das kippt ein Schiff. Im Herzen finde ich sie eigentlich gut, aber jetzt mal ganz praktisch betrachtet. Wieder bin ich gestorben. Ganz praktisch betrachtet, sie ist ein schwacher Leon. Ich wüsste nicht, warum ich sie spielen sollte, außer halt wegen den Speedboost, wenn ich auch Leon wählen könnte. Weil Leon kann das, was Max kann. Nur halt ein bisschen cooler. Ist ein bisschen langsamer, klar hatte ich diesen Speedboost. Doof. Hätte ich nicht gemacht, Frank. Kann er mal einen Punkt machen? Hätte ewig gedauert. Dafür macht aber Leon halt einfach viel mehr Schaden. Und ganz ehrlich, mehr Schaden zu machen, finde ich jetzt schon ein bisschen wertvoller, als einfach ein bisschen schnell zu sein. Klar ist es cool, dass sie schnell ist, so. Ist auf jeden Fall... Es bockt ja auch mit ihr rumzurennen, weil sie halt echt ultra schnell ist. Aber wenn das beste Feature am Brawler ist, dass du mit denen schnell rumrennen kannst, das reicht mir nicht, ehrlich gesagt. Da brauche ich schon ein bisschen mehr. Und ja, klar, sie ist voll okay. Und ich glaube auch,
wenn man so ein paar Dinge verändert, an so ein paar Stellschrauben arbeitet hier und da, dann kann sie auch wirklich ein guter, brauchbarer Brawler sein. Nur sie braucht halt, ich finde, sie braucht mehr Alleinstellungsmerkmale, dass man sagt, okay, ich bin mit Max und nicht mit Leon. Weil wie gesagt, Leon ist auch schnell, Leon kann sich sogar unsichtbar machen und Leon kann sogar Gegner killen, wenn er die trifft. Ich öffne kurz mal drei Kisten, nur weil ich eine Star Power ziehen will noch als Bonus. Bitte, 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 bitte. Verdammt. Ja, wenn ich Max in Schulnoten bewerten würde, ihr Design, ja, eine 3. 3 plus tatsächlich, gefällt mir inzwischen schon ganz gut. Ihr Super mit dem Speed Boost ist eigentlich ganz gut, kriegt für mich eine 2. Aber so wie sie sich generell spielt, ja, ich würde mal sagen 2 minus. Könnt ihr auch übrigens mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und generell hier oben ist auch gleich eine Umfrage. Wie gut fandet ihr das Update? Und da könnt ihr auch mal abstimmen. Dann kommen wir zur nächsten Änderung. Und zwar die Skins. Die Skins, müssen wir nicht drüber reden, 1 plus mit Sternchen. Der Skin für Colt, ultra nice. Der Skin für Karl, ziemlich nice. Bin ich der größte Fan davon. Ich finde Schweinereiter Karl immer noch besser. Aber ziemlich nice. Pirat Poco, gar nicht so cool das Design. Aber seine Angriffsanimation, ich zeig die einmal kurz, sieht richtig cool aus. Das gibt einfach, das wertet den Skin für mich extrem auf. Ich finde, das hat was. Ja, und dann noch die Skins für Bee und für Max. Die wiederum sind ein bisschen langweilig gewesen. Die sind noch nicht im Spiel, aber die sind ein bisschen langweilig gewesen. Also der Skin für Karl, für Colt, für Poco, ganz kleine 1. Der Skin für Bee und für Max, eher so eine 4+. Und insgesamt, ey, ganz ehrlich, insgesamt Skins top. Vielleicht das Update mit den besten Skins aller Zeiten. Ohne Scheiß. Und auch das, ganz ehrlich, das Icon für Max, es sieht immer noch so schlecht aus. Bitte überarbeitet was. Ich finde, das sieht so billig aus. Dritte große Änderung, beziehungsweise vierte große Änderung. Und zwar neuer Modus. Hier bin ich jetzt ein bisschen komisch. Denn ich habe mir exakt einen Modus gewünscht. Die ganze Community hat sich exakt einen Modus gewünscht. Und zwar Capture the Flag. Das war das einzige, und ich sag mal so, das war ein Wunsch, den ich sehr viel gesehen habe. Und das haben sich sehr viele Leute gewünscht, als neuen Modus. Und jetzt ist es tatsächlich ins Spiel gekommen, ein Capture the Flag Modus. Halt, fang das Geschenk, wenn man so will. Und irgendwie ist es nicht so geil, wie ich dachte. Das ist okay. Das Kippen des Schiff ist natürlich auch eine fette Minusnote, muss man auch dazu sagen. Das ist, keine Ahnung, ey. Das ist echt ungeil, aber... Oh nein, was mache ich? Oh nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ems, ich hol dich. Ich hol dich ein. So. Cool. Können wir easy verteidigen. Ich weiß nicht, das ist vielleicht zu simpel, der Modus? Weil es ist ja im Grunde... Lauf rein, greif das Geschenk und dann werf das zu deinem Teammate und der macht ihn dann halt rein. Das ist die Taktik, die du hier machen kannst. Und es ist ein bisschen... Also, es ist ja auch nur ein temporärer Modus. Der Modus ist nicht für immer drin und ich glaube, der wird auch wieder rausgenommen, weil irgendwie der hat nicht... Oh nein, ich trottel. Ich habe geauto-aimed und dadurch das Geschenk wieder weggeworfen. Ich finde, der Modus, der hat nicht genug Tiefe. Der ist halt wirklich, 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 wirklich simpel. Und nicht gut genug. Ich weiß nicht warum, aber irgendwas hieran stört mich, dass ich den Modus nicht freiwillig spiele. Ich spiele den Modus, um die Star-Marker zu holen und dann sage ich, okay, ciao, das war's. Ich spiele den jetzt heute nicht mehr. Mit jedem Modus anders vorher. Takedown. Als er neu raus war, habe ich mega gesucht. Okay, Starkampf habe ich nicht viel gespielt. Aber zum Beispiel Belagerung. Ey, ich will das alte Belagerung zurück. Das alte Belagerung war so unfassbar taktisch, was man da alles machen konnte. Dann wurde Belagerung halt leider ein bisschen schlecht gemacht. Es wurde leichter gemacht. Es wurde loopfreundlicher gemacht. Und ich hätte ganz gerne mal noch so einen Modus, der wirklich anspruchsvoll ist. Eine Änderung, die ein bisschen untergegangen ist, ist die... Championship Challenge. Und zwar ist es halt quasi so ein Mini-Turnier, mit der du dich für ein großes Turnier bewerben kannst, wenn du da gut ablieferst, wo du echtes Geld gewinnen kannst. Müssen wir noch gucken, wie das so abgeht. Ja, neue Map, das Schiff von Daryl. Gefällt mir. Gerade, dass hier Tresorab auch quasi so ein schneller Modus ist auf der Map und generell, wie die Map aussieht, gefällt mir auf jeden Fall. Kriegt einen Daumen nach oben, Note 2. Ist auf jeden Fall ganz nice. Eine Änderung, die ich zum Kotzen finde, dass der Club-Chat versteckt ist. Also, er ist ja nicht versteckt, aber ich muss erst auf Club klicken, dann auf Club-Chat. So, warum muss ich so viel klicken, um in den Chat zu kommen? Vorher war es genau ein Klick. Bam, Club-Chat. Jetzt muss ich hier so viel klicken. Hier unten ist ja sogar ein Chat.
Du, das ist nur für Freunde. Warum ist der Club-Chat nicht hier unten bei Chat? So, diese Änderung kann ich null verstehen. In der Praxis habe ich es noch nicht so richtig umgesetzt, aber ich sag mal so, ist ja nicht meine Schuld. Vom Prinzip her eine coole Änderung. Und das ist das letzte Update. Und meine ehrliche Meinung, mal alles zusammenfassend. Ich habe jetzt viele gute Noten gegeben, deswegen darf ich eigentlich gar nicht so kritisch sein, aber wahrscheinlich ist das eine Kopfsache, wenn man denkt, oh krass, neuer Modus, zwei neue Brawler, da erwartet man einfach mehr. So, von meinem Gefühl her erwarte ich einfach mehr als das, was wir jetzt gekriegt haben. Was frech ist, weil wir haben ja viel gekriegt. Ja. Ey Leute, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Ich bin bei einer 3+, was das Update angeht. Jetzt mal ganz, das ist glaube ich fair, eine 3+. Das ist für mich so ein 3+-Update. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, stimmt mal bitte ab und dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin und ciao.